Sie sind Unternehmer und haben eine kleine oder mittelgroße GmbH. Diese möchten Sie in den nächsten Jahren verkaufen und dann werden Sie auf folgendes Problem stoßen. Sie können hingehen und können die GmbH-Anteile verkaufen. Das ist ein sogenannter Share-Deal. Das ist für Sie steuerlich sehr gut, für den Käufer allerdings steuerlich eher sehr schlecht. Dann geht man in der Praxis meistens hin und spricht über einen sogenannten Asset-Deal. Das bedeutet, die GmbH verkauft alle ihre Wirtschaftsgüter an eine GmbH, die der Käufer vorher gründet. Für den Käufer ist das dann sehr gut, der wird den Weg bevorzugen, das ungünstig ist. Das hingegen ist für Sie als Verkäufer sehr, sehr, sehr schlecht. Und naja, optimal schaffen wir hier eine Struktur, die für beide nur Vorteile generiert. Und das ist zum Beispiel eine Personengesellschaft in der Rechtsform der KG. Wenn Sie die nun verkaufen, ist das gut für den Käufer und kann auch gut für den Verkäufer sein. Nur Sie müssen jetzt 5 Jahre im Voraus Ihre GmbH umwandeln in eine GmbH und Co. KG. Was genau die Vorteile sind und worauf Sie nun 5 Jahre im Voraus achten müssen, das erkläre ich in diesem Video. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Jun und unsere Kanzlei berät Sie im nationalen und internationalen Unternehmenssteuerrecht. Und ja, wenn Sie eine GmbH haben oder auch eine Holdingstruktur haben, es kann ja durchaus sein, dass hier noch mehrere operative Gesellschaften unten drunter sich befinden, müssen sich eine Frage stellen und zwar, möchte ich diese GmbH in den nächsten 5 Jahren verkaufen? Wenn das der Fall ist, müssen Sie darüber nachdenken, ob die GmbH oder Holdingstruktur für Sie das Richtige ist. Weil wir haben folgende Situation. Wenn Sie die Anteile verkaufen, hier in Rot, nennt sich das Share Deal. Was ein Share Deal und Asset Deal ist, habe ich bereits im Detail hier oben dargestellt, jetzt nur in einer Schnelle. Sie zahlen dann hier ungefähr 28% Steuern, wenn Sie GmbH-Anteile verkaufen, was für Sie durchaus wenig ist. Der Werber muss allerdings alles zu 100% aus netto versteuertem privatem Geld bezahlen, weil er kauft ja die GmbH-Anteile. Das wäre nicht gut, also er hat keine Abschreibung, die er geltend machen kann. Wenn Sie den grünen Weg gehen, dann kauft eine neue grüne GmbH vom Käufer Ihre Wirtschaftsgüter, dann kann er die volle Abschreibung geltend machen und wenn er jetzt 1 Million Kaufpreis zahlt und kann den 1 Million Kaufpreis abziehen, spart er natürlich extrem viel Steuern. Wenn der die Abschreibung geltend machen kann, ist der Käufer bereit, ihn einen höheren Kaufpreis zu zahlen, weil er kann ja 30%, 40% oder 50% Steuern sparen über die Abschreibung. Im Zweifel kann er einen doppelt so hohen Kaufpreis bezahlen. Das Problem ist nur, dass Sie jetzt 30% Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer zahlen, plus wenn Sie Gewinne ausschütten, nochmal 25% und dann sind Sie nicht mehr bei 28%, sondern bei dem sogenannten Asset Deal haben Sie nun 50% Gesamtbelastung. Der Käufer hat aber nun die Vorteile. Naja, wie Sie sehen, der Share Deal ist für Sie als Verkäufer gut, der Asset Deal ist hingegen für den Käufer gut. Und da Sie ja gut und gemeinsam mit dem verhandeln wollen und für beide Seiten das Beste rausholen wollen, weil vielleicht kann er Ihnen dann einen höheren Kaufpreis zahlen, schaffen Sie vielleicht im Voraus die richtige Unternehmensstruktur. Ich bin ein großer Freund von GmbH und Holdingstrukturen, aber in dem konkreten Fall kann eine Personengesellschaft unter Umständen besser sein. Wie gehen wir vor? Wir nehmen Ihre GmbH und wandeln die GmbH um in eine Personengesellschaft. GbR, OAG, KG, GmbH und Co. KG. Wir können sie auch umwandeln in ein Einzelunternehmen, wenn das für Sie gefühlt die bessere Rechtsform ist. Auf jeden Fall keine GmbH-Struktur. Diese Umwandlung können Sie machen. In der Regel machen wir die bis zum 31. August eines Jahres, zum Beispiel 2024, weil dann können wir sie rückwirkend steuerlich beziehen, noch auf den 31. Dezember 2023, weil so Umwandlung kann man 8 Monate rückwirkend machen. Also diese Umwandlung sollten Sie immer in den ersten 8 Monaten eines Jahres machen. Wenn Sie dazu Fragen haben, wir beraten Sie natürlich total gerne. Wir haben uns genau auf solche Umstrukturierung und veräußerungsvorbereitende Maßnahmen spezialisiert. Die Kontaktdaten, insbesondere die Telefonnummer, blende ich Ihnen hier einmal ein. Wenn Sie diese Umwandlung gemacht haben, beim Notar natürlich, haben Sie eine Sperrfrist von 5 Jahren. Sie können verkaufen, Sie sollten aber nicht verkaufen, weil dann zusätzlich Gewerbesteuer anfällt. Wenn die 5 Jahre abgelaufen sind, verkaufen Sie die Einzelunternehmung oder Personengesellschaft an den Erwerber. Der führt dann die Kommanditgesellschaft fort. Welchen Vorteil kann er nutzen? Er kann Abschreibung ziehen, das heißt, er spart 50% Steuern auf den gesamten Kaufpreis. Zahlt er Ihnen nun 1 Million Euro und kann er über die Abschreibung 50%, also 500.000 Euro erstattet bekommen, kostet ihn das Netto doch dann nur 500.000 Euro. Das heißt, durch diesen Steuervorteil kann der Käufer das Unternehmen leichter von Ihnen kaufen. Er braucht nicht so viele Kredite. Vielleicht sagt die finanzierende Bank auch, hör mal, lieber Käufer, ich kann dir die Millionen nur finanzieren, wenn du diese ganzen Steuervorteile nutzt und so weiter und so fort. Vor allem
kann er Ihnen vielleicht einen höheren Kaufpreis zahlen. Ja? Dann ist das der Vorteil für Sie als Verkäufer. Was passiert auch bei Ihnen auf Verkäuferseite? Sicherlich haben Sie über solche Gestaltungsmodelle bereits für Ihr Unternehmen nachgedacht. Dann packen Sie es nun an. Lassen Sie das im Detail einmal prüfen und vor allem lassen Sie es danach auch rechtssicher umsetzen, damit Sie von den Steuervorteilen auch Gebrauch machen können. Wir als Spezialkanzlei beraten Sie bei genau solchen Themen sehr, sehr, sehr gerne. Die Kontaktdaten, die sehen Sie hier, rufen Sie gerne einmal an und vereinbaren Sie dann Ihren ersten Beratungstermin, in dem wir Ihnen erklären, wie wir Ihnen bei solchen Modellen weiterhelfen können. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Eigentlich müssen Sie für diesen Veräußerungsvorgang grundsätzlich 50% Steuern zahlen. 45% Einkommensteuer plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer, Gewerbesteuer müssen Sie in der Regel nicht zahlen, wenn Sie 5 Jahre gewartet haben. Der nächste Vorteil ist aber auch, dass Sie den sogenannten halben Steuersatz in Anspruch nehmen können. Das heißt, Ihre 45% plus Soli plus Kirchensteuer, irgendwie 48, gerundet 50, multiplizieren Sie jetzt nicht mit dem halben Steuersatz, das hat sich vor ein paar Jahren geändert, das ist nicht mehr genau die Hälfte, sondern 56% des Steuersatzes. Und wenn man das einmal macht, dann ist man bei ungefähr 28%, in meisten Fällen sogar noch ein bisschen niedriger. Und schon haben Sie den halben Steuersatz genutzt, nicht ganz die Hälfte, 28%, und sind ziemlich genau da, wo Sie als GmbH-Verkäufer auch wären. Können Sie das immer machen? Nein, den sogenannten halben Steuersatz, diese 56% mal Steuersatz, können Sie nur nutzen, wenn Sie erstens mindestens 55 Jahre alt sind. Zweitens dürfen Sie das nur einmal im Leben machen. Also Sie dürfen nicht 100 Firmen so verkaufen, sondern nur eine. Da müssen Sie sich entscheiden, für welche. Und drittens ist es so, ja, Sie können das bis zu einem Verkaufspreis von maximal 5 Millionen Euro machen. Darüber hinaus zahlen Sie da die normalen 50%. Das heißt, wenn Sie nun Anfang 50 sind, in den nächsten Jahren Ihr Unternehmen in der Rechtsform der GmbH verkaufen wollen, ist das unter Umständen die richtige Vorgehensweise, 5 Jahre im Voraus eine Umwandlung in ein Einzelunternehmen oder eine GmbH und Co. KG vorzunehmen. Sie haben dazu sicherlich Fragen, wenn Sie Unternehmer sind. Parallel zu Ihrem normalen Steuerberater beraten wir Sie im Rahmen einer Second Opinion sehr, sehr, sehr gerne. Rufen Sie gerne an, vereinbaren Sie Ihren ersten Beratungstermin deutschlandweit.